Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 329. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind hier unten beim Deep Slate abbauen, weil wir in unserem kleinen Expeditionsrahmen ein paar, 1000 Kilometer entfernt sind. Also wenn wir mal gucken auf die Koordinaten da oben links, minus 11.600, könnt ihr euch denken, dass das jetzt nicht in der Nähe von unserem Spawn ist. Und ich habe gesagt, dass wir uns sehr wahrscheinlich eine Folge jetzt hier, dass wir uns eine Folge hier jetzt aufhalten werden, am weitesten Punkt, und dann die nächsten Folgen, also ab morgen dann, wieder zurücklaufen werden. Und genauso werden wir das auch machen, weil ich jetzt heute nur eine Folge aufnehme, weil ich tatsächlich keine Zeit hatte, heute mehr Folgen aufzunehmen. Normalerweise war es eigentlich geplant, aber ich muss halt auch noch mein Hardcore-Video für diese Woche fertig kriegen. Das habe ich auch noch nicht geschafft und das habe ich auch heute nicht weitergemacht, auch wenn ich das eigentlich heute vertonen wollte, weil der Schnitt an sich ist schon fertig für die zweite Folge. Das kommt auch dieses Wochenende noch, aber heute, wie gesagt, habe ich es halt nicht geschafft, weil ich gestern meine letzte Impfung bekommen habe und heute ein bisschen kaputt war. Also ich habe jetzt nichts Besonderes, aber ich war einfach ein bisschen schlapp und habe dann heute mal nicht so viel gemacht. Dafür war ich aber, bevor ich nicht so viel gemacht habe, noch ordentlich unterwegs, weil ich tatsächlich bei Mediamarkt war und mir da was ganz Bestimmtes angeguckt habe, wovon ich euch letztens mal erzählt habe. Namentlich, ach, wir haben einen Diamant gefunden, stimmt. Namentlich ein iPhone, was rauskam. Und ja, das habe ich mir heute angeguckt zum ersten Mal. Ich glaube, ich will es haben. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube es. So, die nehmen wir wieder mit. Ich glaube, jetzt gehen wir auch hoch. Weil Diamanten werden wir, glaube ich, hier eh nicht finden. Brauche ich auch nicht. So. Oh, es ist dunkel. Irgendwo hier war eine Spinne, aber wir sind ja, ich muss jetzt gerade so ein bisschen das Mindset switchen. Weil normalerweise hätte ich jetzt da unten so gestrip-mined und so weiter. In der Hardcore-Welt halt. Gut, da hätte ich jetzt noch keine Netherite-Sachen. Aber ja. Die erste Folge hat ja schon einen relativ guten Anklang gefunden. Natürlich, das freut mich sehr doll. Weil es hat mir auch, es macht mir auch relativ viel Spaß. Ich bin auch schon ordentlich weiter am Spielen und Aufnehmen. Nur halt das Schneiden dauert halt extrem lange, weil man mag es kaum glauben, mein PC nicht damit klarkommt, dass ich da manchmal so Zeitraffer drin habe. Und ich weiß, die Zeitraffer sind auch Watchtime-mäßig nicht das Klügste. Das ist ja mega geil hier. Das ist ja fast wie bei uns, nur dass es halt komplett zu ist. Also ich weiß, ich habe schon so oft gesagt, ich würde gern nochmal woanders irgendwo hinziehen in unserer Welt. Aber ich sag's nochmal, ich würde gerne nochmal woanders irgendwie hinziehen in unserer Welt. So wie Gronkh das mal gemacht hat damals in seinem Let's Play. Der ist ja auch zwischendurch dann irgendwann einfach mal so 100 Folgen woanders hingegangen. Das könnten wir eigentlich auch machen, aber ich find's halt auch geil, wenn halt alles am selben Ort irgendwie ist und dadurch halt dann umso imposanter ist. Und riesiger und so weiter. Das haben wir dann natürlich nicht. Unbreaking. Ja, die lasse ich mal ganz weit in Ruhe. Andesite, Granite. I don't need that shit. I take you. Do I have it? Yes. Okay, wir laufen mal weiter. Gucken uns einfach ein bisschen an, was es hier noch so gibt. Ich vergesse immer, dass mein Schwert so geil ist. Weil guckt euch mal an, wie wir durch die Schafe hier einfach rasieren. Weg mit dir. Mit dir auch. Ja, die schwarze Wolle kannst du behalten. Wir brauchen die jetzt nicht unbedingt, aber wenn sie schon mal hier sind, dann können wir sie auch mitnehmen. Weil vielleicht brauchen wir irgendwann nochmal Wolle und dann haben wir sie. Weil ich natürlich muss ich jetzt auch nicht jedes Tier hier altblütig abmetzeln.
So, also ich weiß ungefähr, in welche Richtung wir noch müssen. Auch das hier ist voll cool. Wir müssen in die da, circa. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach da. Aber heute die Folge werden wir komplett, hier ist ein Lavasee schon wieder, komplett hier verbringen. Am weitesten Punkt unserer Reise. Und weil hier halt wieder ein Ozean kommt, habe ich halt gesagt, okay, es reicht. Wir sind halt schon ungefähr 3 Folgen geflogen. Oder getravelt. Von daher reicht es auch irgendwann. Ich will ja auch nicht unendlich weit weg. Muss den ganzen Scheißweg ja auch irgendwann nochmal zurück. Und das soll ja auch nicht ewig dauern, weil ich kann mir auch vorstellen, auch wenn wir hier echt viele coole, richtig schöne Sachen finden, dass es nicht das Allerspannendste ist. Boah, ist der Sonnenuntergang geil. Hey. Pass auf. We make this, then we go sleeping. Good night. Ja, was habe ich heute noch gemacht? Ich habe heute außerdem natürlich FP1 und FP2 geguckt vom Russland Grand Prix. War nicht so spannend. Da ist eigentlich relativ gar nichts passiert. Klar, da hat sich mal wer gedreht und so weiter. Und Giovinazzi ist kurz in der Wand, aber halt nur mit dem Heckflügel. Das war jetzt auch nicht so das Spektakulärste. Ja. Dass ich dabei nicht eingepennt bin, ist eigentlich schon noch ein Wunder, weil ich bin heute, um das zu gucken, halt relativ, für meine Verhältnisse, relativ früh aufgestanden. Um 10:30. Und ich war halt eh schon irgendwie echt müde, weil ich konnte überhaupt nicht pennen. Ich war richtig lang wach, auch wenn ich eigentlich voll früh pennen wollte. Warum? Da gehen wir nicht rein. Jo, ach ja, ich habe ja Knockback auf dem Schwert, ne? Sagen wir, wie ist der denn so weggeheatet worden? So, wir haben 64 Raketen. Meint ihr, damit kommen wir bis nach Hause, wenn wir zwischendurch ein bisschen laufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nehmen das Kupfer, nehmen wir mit, weil ich würde mir auch gerne mal ein Fernrohr und so weiter machen. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht. So. Ich würde mir gerne mal ein Fernrohr jetzt machen, weil das ist ja auch neu. Ich weiß ja nicht, wie man das macht. Aber, warte mal, können wir eben gucken? Wie heißt das? Die können wir jetzt machen, die haben wir ja auch schon gefunden. Also wir hatten auch welche, aber... Wie heißt das Ding? Also ich glaube wahrscheinlich, dafür braucht man Glas und halt Kupferbarren, oder? Aber da wir Kupferbarren noch nicht geschmolzen haben... Honeycomb und String. Hier, Kerzen werden wir auch bald mal machen. Kerzen finde ich richtig cool. Die sehen voll cool aus. Genauso wie hier die Welt voll cool aussieht. Ich meine, mal einfach nichts. Nur Wellen und Himmel. Sick. Da haben wir ja auch auf dem Hinweg irgendwas richtig Cooles gefunden. Wie so ein kleines Atoll, wo man einfach so einen halben Meter nur aus dem Wasser rauskam. Yo, wie tief geht das denn? Yo! Das ist ja wie bei, wie bei Findet Nemo. Man soll nicht bis zum großen Abgrund schwimmen. Oder nur bis da, nicht weiter. Das geht ja richtig tief hier runter, auch geil. Wenn man irgendwie so unter Wasser bauen würde, vor allem mit dem Shader. Ja, das hätte schon was. Generell hier, der Blick. Also ich meine, da ist zwar nichts, aber irgendwie hat das was. Hier generell mit dieser Bucht, mit dieser kleinen Insel. Ich glaube, ich würde auf die Insel bauen. Oder? Schon geil. Ich finde generell, also ich... Das sage ich so oft. Aber es bestätigt sich immer wieder. Diese Welt ist ein Kunstwerk. Ich bin so froh, dass wir diese Welt haben. Und keine andere. Und natürlich, es gibt auch unzählig andere schöne Minecraft-Maps. Aber hier die... Die hat uns bisher echt wenig hässliche Orte gezeigt. Also mir fällt jetzt theoretisch keiner ein. Also klar, so eine Wüste ist jetzt nicht schön. Aber wir haben bei jeder Expedition so viele Orte gefunden, die mega cool aussehen. Und auch bei uns zu Hause, das sieht ja auch mega cool aus. Mit dieser kleinen Insel in dem Fluss und so weiter. Hier das. Auch geil.
dem Torbogen hier quasi, fliegende Inseln. Die fliegende Insel, die wir letztens gefunden haben. Mega cool. Hier so Biomen mag ich nicht, die haben wir auch zu Hause. I don't like them. Schöner Fluss. Weg. Flussweg. Keine Ahnung. Ah, ist schon cool. Das ist schon cool. Hi. Wie geht's dir? Schön. So, okay. Kurz mal auf die Uhr rübergucken. Ein Fuchs. Hallo Fuchs. Tschüss Fuchs. Den werde ich eh nicht fangen. Ich wüsste auch nicht wie. Außerdem wird er zu Hause meine Tiere angreifen. Und ich habe auch eigentlich keinen Bock, den mit nach Hause zu schleppen. Aber wir haben auch schon mal einen Fuchs gesehen. Wir hatten schon mal zu Hause einen Fuchs. Das ist gar nicht mal so was Besonderes. Oh, aber das ist... Ach nee, das ist einfach nur... Warum sind die so hell? Hallo? Bleib mal stehen. Warum bist du so hell? Was? Normalerweise sind die doch grau, oder? Naja. Ich hab schon irgendwie mal wieder Bock, in so eine Höhle zu gehen, aber das ist halt auch immer ein bisschen riskant, ne? Wegen den Kollegen. Lappen. Gut, der war jetzt nicht so riskant. Natürlich, gut, wenn wir unsere komplette Rüstung anziehen würden, die Elytra macht auch nicht mehr so lange mit. Ich hoffe, wir kommen damit noch nach Hause, aber ich glaube schon. Wenn wir die komplette Rüstung anlegen würden und dann mit unserem Schwert, da sollte eigentlich kein Problem sein. Den Bogen haben wir auch noch. Eigentlich sollte man da relativ in Ruhe gelassen werden. Zumindest nicht so beeinträchtigt, dass einem ernsthaft irgendjemand Angst machen muss. Aber natürlich weiß man es nie, bis es dann passiert. Wenn da ein paar Creeper nacheinander hochgehen, dann macht auch meine Rüstung wahrscheinlich irgendwann Schrott. Oder nicht Schrott, sondern Schluss. Und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das war so gut. Ich bin so ein Parkour-Master. Ich mach's sogar nochmal, weil ich euch zeigen will, wie krass ich eigentlich in Parkour in Minecraft bin. Früher war ich halt wirklich mal ganz okay. Früher vor 7 Jahren. Ich hatte sogar mal auf einem alten YouTube-Kanal von mir einen extra Format für Jump'n'Run gegen einen damaligen Kumpel von mir, der auch einen YouTube-Kanal hatte. Hat, weiß ich nicht. Glaub hatte. Wo wir dann immer so gegeneinander ein paar Jump'n'Run-Maps machen wollten. Es gab, glaube ich, 2 Folgen oder so und dann haben wir auch wieder aufgehört. Weil wir dann, glaube ich, schon nicht mehr befreundet waren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wie das da genau war, weiß ich nicht mehr. Aber ja, also das soll ja schon was heißen, dass ich schon noch irgendeine Ahnung von Parkour hatte, wenn ich es auch nicht mehr hab. Ich kenne aber auch nicht die ganzen Namen und so weiter, wie das jetzt neuerdings heißt. Ist mir aber auch egal, ich habe da auch jetzt nicht mehr so ein Interesse dran. Also ich bin viel lieber nur noch so am Bauen oder am Erforschen, vor allem hier bei unserer Map. Weil es halt einfach so nice immer aussieht. Ja. Das ist so jetzt mittlerweile mehr mein Vibe geworden. Und ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, dass wir diese Folge noch nicht zurücklaufen. Aber da hinten war nichts. Deswegen bin ich jetzt wieder so ein bisschen schon in die richtige Richtung hoffentlich geflogen. Wir hatten auch irgendwo noch ein Dorf gefunden, aber ich weiß nicht mehr wo. Also wir hatten 2 Dörfer in der letzten Folge, glaube ich, noch gefunden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr wo. Und ich würde tatsächlich sagen, mit Blick auf die Uhr, dass ich jetzt hier oben auf die coolen Felsen gehe. Nachdem ich hier einmal durchgeflogen bin. Mega geil. So. Stelle ich mich ganz hier oben drauf, auf den höchsten Gipfel. Von diesem Berg, natürlich der da hinten ist höher. Dann würde ich auch sagen, war es das tatsächlich für heute. Morgen geht es dann wieder ab nach Hause. War eine coole kleine Expedition. Wir werden bestimmt bald noch eine machen, weil ich lieb's und ich hoffe ihr auch. Ich finde es mit eine der geilsten Sachen, die wir hier machen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Das hilft mir echt mit dem Algorithmus weiter, mehr als ihr vielleicht glaubt.
Gerne auch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann bedanke ich mich sehr doll fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch morgen um 12 wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.